Hallo, ich bin Carsten in Haltern und ich wurde nominiert zum Liebster Award. Der Dirk vom Kanal, der durch den Wald läuft, hat mich schon vor ein paar Wochen nominiert zum Liebster Award, den ihr ja, denke ich mal, alle schon kennt. Und ich habe ihm zum Jahresende hin in der Regel immer recht wenig Zeit, aber ich hatte noch ein paar Tage Resturlaub. Und mein Chef wollte ganz gerne, dass ich den loswerde. Ja, dann habe ich jetzt noch mal eine Woche Urlaub vor Weihnachten. Soweit ist alles schon vorbereitet für Weihnachten. Dann habe ich natürlich Zeit. Ja, ich bin hier auf einer kleinen Wanderung durch die Hohe Mark. Genau genommen laufe ich jetzt gerade die 5. Etappe vom Hohe Marksteig. Dazu wird es auch ein extra Video geben. Jetzt muss ich mal ein bisschen hier aufpassen, ist matschig. Ja, dazu wird es ein extra Video geben. Und ich habe mir gedacht, ich werde mal so unterwegs nebenbei ein wenig mit euch plaudern und die Fragen zum Liebster Award beantworten. Allerdings ist es jetzt hier eine recht matschige Stelle. Da muss ich mich auf den Weg konzentrieren. Ich mache mal kurz die Kamera aus. Ja, so, lieber Dirk. Also vielen Dank nochmal für deine Nominierung. Ist natürlich Ehrensache, dass ich da mitmache. Ich habe mir auch schwer überlegt, ob ich noch andere... Ich sehe da gerade was im Baum hängen, frage ich mich, was das ist. Okay. Handelt sich ganz einfach um eine Babytrinkflasche. Nur von da hinten sah das irgendwie ganz komisch aus. Habe mich nur gerade gewundert, was das ist. Ja, wie gesagt, vielen Dank nochmal fürs Nominieren. Für mich Ehrensache, dass ich da mitmache. Einmal nach dem Weg schauen. Sieht gut aus. Und ich würde sagen, dann werde ich mal mit der ersten Frage beginnen. Ich habe mir die Fragen als Notiz aufs Handy gezogen. Na komm schon. So. Also, Frage Nummer 1. Bleib mal kurz stehen, die ist wieder matschig. Welche Jahreszeit und welches Wetter ist dir für eine ausgedehnte Tour oder ein Abenteuer im Wald am liebsten? Ja, also wie du gerade siehst, bin hier im nebligen Herbst- oder Winterwetter, je nachdem. Wir sind ja zwischen dem kalendarischen und dem meteorologischen Winteranfang im Moment. Also mir ist es eigentlich recht egal, welches Wetter es ist, solange es nicht zu extrem ist, sage ich jetzt mal. Also ein gewisses Sicherheit sollte schon gegeben sein. Also wenn es zu stürmisch ist oder zu gewittrig ist, dann gehe ich auch nicht raus. Aber sonst ist mir das eigentlich meist recht egal. Ups. Tolle Wurst. Also solange es nicht zu extrem ist, ist mir es eigentlich recht egal. Ich sage immer gerne, ich bin immer eigentlich Fan von der Jahreszeit, die gerade anfängt. Also ich freue mich jedes Jahr, wenn im Herbst die Blätter bunt werden.
Ich freue mich jedes Jahr, wenn der erste Schnee kommt. Ich freue mich dann jedes Jahr, wenn der Wald wieder grün wird. Und ich freue mich auch jedes Jahr darauf, wenn ich das erste Mal wieder ohne Jacke durch den Wald wandern kann. Ja, Frage 2 ist dann, zeige oder beschreibe deinen Lieblingsplatz zum Chillen in der Natur. Muss ich ehrlich sagen, habe ich gar nicht. Und zwar liegt es daran, dass ich halt in der Regel unterwegs bin im Wald und gar nicht so großartig rumsitze. Es kommt zwar auch vor, aber in der Regel bin ich halt meistens wirklich unterwegs. Also ich kann euch wohl sagen, also meine Lieblingsgegend, wenn man so will, im Wald zum Runterkommen, direkt bei mir in der Nähe, ist immer noch die Elfringhauser Schweiz. Ist halt wirklich ein sehr, sehr schönes, hügeliges Gebiet. Zwischendurch gibt es immer mal so ein bisschen Aussicht. Ist halt das, was mir gefällt. Ja, und halt, wenn es um mein Lieblingsurlaubsgebiet geht, dann ist es dann wohl der Harz. Ja, dann die nächste Frage war oder ist, ob es ein Outdoor-Erlebnis gibt oder ein lustiges Outdoor-Erlebnis gibt, wo mich Schadenfreude dran hindern würde, das zu erzählen. Nö. Also, da ich kein schadenfroher Mensch bin, sage ich mal so, nö. Also, wüsste nicht, was ich erlebt habe, was lustig ist und was ich nicht erzählen würde. Nö, eigentlich nicht. Ja, und dann sollte man seinen Humor beschreiben. Ja, Humor beschreiben ist immer recht schwierig und wo da auch die Obergrenze oder Untergrenze des guten Geschmacks liegt. Also ich sag mal so, wenn man mit jemandem seine Späße treibt, sollte man halt immer wissen, mit wem man es tut. Man sollte auch immer wissen, wie weit man bei demjenigen gehen kann. Es sollte halt nie zu persönlich werden. Vor allen Dingen sollte es nie irgendwie irgendwem wehtun. Es sollte halt, wenn lustig, dann auch für alle lustig sein. Und was mir auch immer wichtig ist, es gibt immer eine Zeit des Arbeitens und es gibt auch immer eine Zeit des Lachens, wenn man so will. Also ist immer auch ein bisschen davon abhängig, in welcher Situation man mich erwischt, weil ich kann auch ganz gerne mal selber grantig reagieren, wenn ich gerade schwer beschäftigt bin, sage ich mal, und einer will um mich herum kaspern. Naja, das kommt gar nicht gut. Ja, dann das nächste war dann, oder das nächste ist, worum es geht, ist dann halt das Kochsystem, was man nutzt oder am liebsten nutzt. Und auch wie und womit am liebsten befeuert. Also ich benutze eine Kombination aus zwei Toast-Töpfen beziehungsweise einem Toast-Topf mit Deckel. Die 550 Milliliter Version, allerdings nicht mit dem Bügel zum Aufhängen, sondern nur mit den Griffen. Und als zweites dann die, was ist es, ich glaube 350 Milliliter oder 330 Milliliter Toast-Tasse. Die passt da sehr gut rein. Ja, und dann habe ich da heute zum Beispiel dann als Kochsystem den Toast-Siphon drin, also den Spirituskocher. Und auf einer längeren Tour bzw. auf einer Mehrtagestour würde ich dann aber den EOE Lithium
Also den Gaskocher, auch aus Titan von EOE halt. In Kombination mit einer 100 Gramm Gaskartusche nutzen, weil damit würde ich, also wenn es mir nur um Wasserkochen geht, so ungefähr eine Woche auskommen. Ja, wenn ich jetzt da richtig drauf kochen will, dann wird es dann auch wieder eng, zumindest mit einer 100 Gramm Kartusche, aber wenn es wirklich nur darum geht, Wasser für Kaffee oder Tee zu kochen und Wasser zu kochen für eine Trekking-Mahlzeit, dann komme ich da mit so einer kleinen Kartusche recht weit. Und die Kombi ist dann insgesamt sehr leicht. Das gefällt mir dann doch recht gut. Ja, und dann wolltest du wissen, wie wir uns ein 30 Kilometer Marsch so pausentechnisch einteilen und wie wir uns die Pausen gestalten. Ja, also ich mache es so, dass ich mich auf einem 30 Kilometer Marsch oder ich sage jetzt mal jenseits der 25 Kilometer dazu schon zwinge, regelmäßig Pausen zu machen. Und zwar ist es so, dass ich, ja, wenn ich so circa 1,5 Stunden unterwegs bin, dann schaue ich schon mal so langsam, ob ich irgendwo ein geeignetes Plätzchen finde für eine Pause. Weil mein eigentliches Ziel, sage ich jetzt mal so, ist es, ja, mindestens alle 2 Stunden eine Pause zu machen. Und dann während dieser Pause auch immer eine Kleinigkeit zu essen. Aber wirklich auch nur eine Kleinigkeit. Also entweder eine Handvoll Studentenfutter oder einen kleinen Müsli-Riegel oder so. Damit der Blutzuckerspiegel, sag ich mal, immer auf einem vernünftigen Maß bleibt. Ich meine, okay, ich bin zwar recht rund, aber trotzdem muss Energie auch in Form von Kohlenhydraten dann wieder zugeführt werden, um an die Fettreserven zu kommen. Also ich mache es in der Regel auf einer Tour auch nicht so, dass ich einkehre und da irgendwas esse, weil mir das in der Regel dann zu schwer im Magen liegt. Das Einzige vielleicht, wenn ich irgendwo vorbeikomme, wenn jetzt bei Sonderwitterung, okay, dann wenn ich an so einem gemütlichen Lokal vorbeikomme, dann kann es schon sein, dass ich dann vielleicht mal eine heiße Suppe esse oder so. Aber sonst noch einmal aufs Navi schauen. Aber sonst halte ich mich eigentlich mit dem Essen weitestgehend auf der Tour zurück. Wie gesagt, mir liegt es dann zu schwer im Magen. Und naja, ich habe ja dann auch nicht Lust, das alles wieder auszuspucken, sage ich jetzt mal so. Ja, und dann kommt die Frage natürlich auch, was der Auslöser war, auf YouTube anzufangen. Also ich hatte natürlich vorher schon recht lange Spaß an YouTube. Ich war früher starker Raucher und habe dann irgendwann für mich das E-Rauchen, also das Dampfen, entdeckt und habe das Ganze auch recht intensiv schon fast hobbymäßig betrieben. Und da bin ich dann so richtig auf YouTube aufmerksam geworden, weil es gibt doch zu jedem, ich sag jetzt mal, vernünftigen oder halbwegs vernünftigen Dampfgerät
auf YouTube ein brauchbares Review. Und ja, da ist dann in mir so schon der erste Gedanke aufgekeimt, da so ein eigener Kanal wäre schon ganz lustig. Würde mir schon gut gefallen. Ich weiß gar nicht, warum ich heute so schwer atme. Die Tour ist eigentlich recht leicht. Ja. Also da ist so in mir der erste Gedanke halt aufgekeimt. Mensch, ein eigener Kanal wäre schon witzig. Würde schon Spaß machen. Und hab dann auch schon so den einen oder anderen Versuch gemacht, mal ein Dampfgerät, ich möchte es mal nennen, also ein Verdampfer oder so, zu reviewen. Aber ja, da fehlte mir dann eine entsprechende Kamera und dann habe ich es auch erstmal gelassen. Ja, mittlerweile bin ich weder Raucher noch Dampfer. Also ich bin komplett davon weg. Ist auch gut so. Und ja, dann kam es dazu, dass ich einen Wanderurlaub im Harz geplant habe und mir so gedacht habe, okay, ein Dampfzeug gibt es ja genug zu sehen auf YouTube. Vielleicht findest du ja irgendwelche interessanten Wanderstrecken, beziehungsweise ich wollte so Anregungen haben, wo man dann wohl hinwandern könnte im Harz. Ja, und da bin ich dann auf die Videos von Dennis weltweit aufmerksam geworden, der sehr viel Harz-Videos zu der Zeit auch produziert hat. Und auch ebenso wie ich dann später begeisterter Sammler der Harzer Wandernadel wurde. Und ja, darüber bin ich dann mehr oder weniger dazu gekommen, weiter zu schauen, was gibt es da noch so für Wandervideos. Ja, und bin dann auf Videos vom Volker von Frankentrekking aufmerksam geworden. Ja, und das war dann für mich irgendwie ja, der Auslöser zu sagen, okay, ich probiere das dann auch mal, irgendwelche Wandervideos zu machen. Ja, und an einem 17. Januar war es, habe ich dann meine erste Tour gewagt. Bei mir in Mülheim durch die Bachtäler bei Mülheim. Das ist eine sehr schöne Tour. Ich muss sie irgendwann auch noch mal im Sommer gehen bei richtig schönem Wetter. Das habe ich bis jetzt irgendwie noch nicht geschafft. Ja, und seitdem bin ich dabei. Die nächste Frage ist dann, ob man berufsbedingt oder aus irgendwelchen anderen Gründen, wie auch immer, ich verstehe es zumindest so, von jetzt auf gleich mit YouTube aufhören könnte. Also damit aufhören, Videos ins Netz zu stellen, ja, denke ich mal, könnte ich sicherlich, wenn ich müsste. Allerdings würde ich es mir nicht so ohne weiteres verbieten lassen wollen. Weil, denke mal, das ist immer noch meine Sache, was ich privat treibe. Und das, was ich hier tue, ist ja nichts Verwerfliches oder was einem Kunden einer Firma davon abhalten könnte, wenn er sieht, oh, der Mitarbeiter, der macht YouTube-Videos, da kaufe ich nichts. Also das wäre, glaube ich, in meinen Augen ein Schwachsinnsargument. Zumindest bei den Inhalten, die ich hier reinstelle. Also es ist weder politisch noch nehme ich hier Drogen
oder sonstige Sachen, die in irgendeiner Art und Weise anstößig wären. Ja, aber nichtsdestotrotz, wenn mein Chef sagen würde, nö, das geht nicht, das passt nicht zusammen, was er nicht tut, weil er weiß, dass ich einen YouTube-Kanal habe. Da habe ich nie ein Geheimnis draus gemacht. Ja, also wenn ich aufhören müsste, ich könnte es. Allerdings könnte ich es halt insofern, ich würde keine Videos mehr ins Netz stellen, aber Kontakt halten zu den lieben Leuten da draußen, die weiterhin dann noch Videos ins Netz stellen, würde ich natürlich. Das steht also für mich außer Frage. Das sind, glaube ich, auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann wolltest du wissen, ob wir schon mal einen Kurs besucht haben oder einen Outdoor-Kurs oder wie auch immer. Ja, wenn man so will, habe ich sowas gemacht, so einen Kurs. Ja, wobei Kurs ist vielleicht der falsche Ausdruck. Und zwar bei dieser Wanderwoche vom Neanderland. Dieses Jahr wurde eine Wanderung zum Thema essbare Wildkräuter angeboten. Ja, und da bin ich dabei gewesen. Hab so ein paar neue Sachen kennengelernt. Eins der interessantesten Sachen dabei fand ich persönlich das Schaboxkraut. Ja, mal was gelernt, ne? Ja, und wenn man so will, ich meine, ich habe ja meinen Wehrdienst, da, wenn man so will, beim THW abgelegt. Und da habe ich auch so die eine oder andere Sache gelernt, die ich hier draußen gebrauchen kann. Und wenn es nur um Stiche und Bunde geht, also umgangssprachlich Knoten, aber da habe ich dann doch schon noch so einige im Petto, die ich da gelernt habe. Ja, und dann geht es um die Ausrüstung, ob man lieber hochwertige Ausrüstung mag oder ob man lieber so der Sparfuchs ist. Also ich würde sagen, das kommt bei mir ganz darauf an, was und wofür, sage ich jetzt mal so. Also wo ich definitiv nicht spare, sind Schuhe. Da kann man sich lieber eine billige Hose kaufen, sage ich jetzt mal so. Aber Schuhe, da brauche ich immer vernünftige. Und ja, ich sag mal so, eine Jacke sollte man auch schon eine gute haben. Also für mich kommt es immer so ein bisschen drauf an, wofür man das Teil braucht und wie oft. Wie gesagt, die Schuhe brauche ich immer und ständig. Wohingegen ein Zelt brauche ich persönlich nicht so häufig. Wobei ich bei meinem Zelt, würde ich sagen, ja, bin ich so in der mittleren Preisklasse. Ja. Was auch noch recht wichtig ist, ist ein Rucksack. Da würde ich auch nicht unbedingt aufs Geld achten. Aber sonst, wie gesagt, T-Shirts, Hemden, Hosen, da muss es dann wirklich nicht das Beste sein. Bei der letzten Frage geht es dann darum, auf was man bei einer 3-Tagestour am ehesten verzichten könnte. Navigation, Hygiene, Essen, keine Ahnung,
Also ich sag mal, Kommunikation, denke ich mal, da kann ich ganz gut drauf verzichten, beziehungsweise die Kommunikation, die fahre ich in der Regel bis auf ein absolutes Minimum sowieso herunter. Ich sag jetzt mal, klar ist natürlich die, so einmal am Tag wollen die Lieben dann schon mal so ein Lebenszeichen haben von einem, aber davon abgesehen bleibe ich eigentlich in der Regel von Kommunikation, sage ich mal, verschont. Also ich sage jetzt mal, das Einzige, was natürlich sein kann, dass ich dann vielleicht mal sage, oh, hier ist eine schöne Aussicht, das möchte ich mal direkt mit euch teilen, dass ich dann auf Instagram irgendwie ein Foto hochlade oder so. Ja, auf Hygiene kann ich unterwegs gar nicht verzichten. Das funktioniert bei mir nicht. Schon alleine dadurch, dass ich halt stark schwitze. Ich brauche einfach abends eine Dusche, weil sonst kann es tatsächlich passieren, dass ich am nächsten Tag nicht mehr weiterlaufen kann, weil ich am Rücken einen Aufschlag habe. Oh, so einfach ist das. Ja. Das waren dann jetzt die 11 Fragen und meine 11 Antworten dazu. Und ja, ich habe lange überlegt, ob ich selber auch noch andere Leute nominieren soll. Aber ich habe beschlossen, ich tue es. Ich werde mit einer Nominierung auch den, ich sag mal, Outdoor-Bereich verlassen. Von daher habe ich die meine Fragen dann auch recht allgemein gestellt, so dass die jeder beantworten kann. Und ich würde sagen, ich stelle euch dann mal meine 11 Fragen vor. Also, dann meine 11 Fragen zum Liebster Award. Moment, wieder aus der Matsche herauskommen hier. Meine 11 Fragen zum Liebster Award. Also, warum bist du mit YouTube angefangen und verfolgst du irgendein messbares Ziel? Dann Frage 2. Android oder iOS? Also Android oder iPhone? Frage 3. Was ist deine Lieblingsjahreszeit und warum? Frage 4. Was ist deine Lieblingsmusik? Frage 5. Kaffee oder Tee? Frage 6. Berge oder Meer? Frage Nummer 7. Wohin geht deine nächste Reise? Frage Nummer 8. Welches Social Media nutzt du am meisten und warum? Frage Nummer 9. Wie würdest du deinen Kanal selber beschreiben? Frage Nummer 10. Ist dein Glas halb leer oder ist dein Glas halb voll? Ja, und dann die letzte Frage. Frage Nummer 11, Fleisch oder Tofu? Ja, als letztes bleibt mir dann nur noch meinerseits meine Nominierung rauszuhauen, also wenn ich mir ausgesucht habe. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, ich will auch jemanden außerhalb der, des Outdoor-Genres, sage ich jetzt mal, nominieren. Aber nun gut, fangen wir erstmal an. Als erstes würde ich sagen, nominiere ich mal den Frank, den Rausgeher. Ja, der ist ja immer schön mit seinem Klapprad unterwegs. Stopp, ich habe gelernt, das Ding heißt Faltrad und nicht Klapprad. Macht dann auch nette Videos, hat einen trockenen Humor. Schaut mal bei ihm rein. Ich werde alle genannten Kanäle sowieso auch hier unten verlinken.
Ja, dann als nächstes, ja, man wird alt, dann muss man sich ein paar Sachen aufschreiben. Habe ich mir gedacht, werde ich den Festa von Festa Outdoor nominieren. Ist auch ein klasse Typ, auch so ein, macht auch super Videos. Also seine Packraft-Tour auf der Lippe letztes Jahr hat mir sehr, sehr gut gefallen und schaut da mal rein. Ja, dann als nächstes werde ich Enrico und Jasmin von Out in the Wild nominieren. Ich denke mal, die meisten von euch werden sie auch kennen. Also ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass sie ein Liebster Award-Video rausgehauen haben. Deswegen habe ich mir gedacht, sind die beiden auch mal dran. Und wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich werde die Outdoor-Szene verlassen. Ja, ich habe da jetzt noch einen Kanal, den ich nominiere. Das sind die freilaufenden Spinner. Ja, wo ich den Kanal einsortieren soll, das weiß ich auch nicht so ganz. So ein bisschen Mischung aus Vlog, Mischung aus Comedy. Ja, alles von allem so ein bisschen. Ich mag die beiden, das ist ein sympathisches Pärchen und die machen ab und zu mal ein paar nette Videos. Und ja, Andreas und Jenny, ihr beide seid dann jetzt auch nominiert. Ja, ich bedanke mich bei Dirk vom Kanal Der durch den Wald läuft, der mich hier nominiert hat. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.